Hallo, guten Morgen hier bei Adobe Live zu einer neuen Folge am Mittwoch. Die Hälfte der Woche ist schon geschafft. Ich sehe schon, im Chat geht's wieder ab. Viele von euch sind dabei. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen an Barbara Ott. Ein ganz toller Gast haben wir heute wieder. Herzlich willkommen. Und wir haben heute auch was ganz Besonderes vorbereitet, weil eigentlich stellen wir ja immer die Gäste dann vor und so kurz vor am Anfang. Und Barbara wird es aber quasi heute selbst tun mit einem kurzen Video. Und ich würde sagen, da schauen wir einfach direkt mal rein. Zeichnen war schon immer so eine Art Ausflucht für mich aus der Realität, die als Kind vielleicht nicht immer schön war. Auch zu Schulzeiten habe ich mich oft so ein bisschen als Außenseiterin gefühlt. Aus der Flucht in grafische Traumwelten wurde für Barbara Ott ein Beruf, in dem sie heute sehr erfolgreich ist. Denn inzwischen arbeitet sie für namhafte Kunden wie The New York Times, Focus, The New Yorker. Das sind einige davon. Ein Traum wurde für sie wahr. Letztes Jahr habe ich selbst diesen größeren Illustrationspreis American Illustration bekommen. Und es war eine große Ehre, weil das war die Illustrationsausstellung, bei der ich 2009 mit meiner Professorin war. Studiert hat die gebürtige Baden-Württembergerin in Mainz, Brüssel und an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ihre Zeichnungen haben etwas Märchenhaftes, manchmal Düsteres, aber immer auch etwas Leichtes. Also ich habe mir über die Jahre so einen Stil angeeignet. Ich arbeite meistens analog und digital. Durch dieses digitale Arbeiten so flächigere Zeichnungen angefangen. Die waren früher eher in Aquarell gehalten. Die hatten was Leichteres, aber auch was sehr Detailverliebtes. Durch die Detailverliebtheit hat sie nicht nur Preise bekommen, sondern ihre Kunstwerke werden weltweit ausgestellt, wie 2011 in Brooklyn, New York mit der Sketchbook Project, 2016 beim Comic Festival Hamburg. Doch sie hat noch viel vor. Also ich habe auf jeden Fall noch viele andere Pläne. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich habe diesen Preis und damit bin ich jetzt durch mit meiner Illustrationskarriere, auf keinen Fall. Da kommt noch viel mehr. Momentan arbeitet sie an einem Comic, der von der Flucht ihrer Großeltern aus Schlesien handelt. Ein traumatisches Familienerlebnis, das auch ihr Leben beeinflusst hat. Jetzt band sie das Trauma in Bilder und geht so beruflich einen neuen Weg. Wow, ich glaube, das gibt schon einen ziemlich schönen und auch schon sehr tiefen Einblick in deine Arbeit und dein Schaffen und auch deine Motivation. Und ich glaube, so wie es gerade in dem Film beschrieben wurde, märchenhaft beschreibt auch deine Arbeit, deine Illustrationen sehr gut. Und auch die Themen, mit denen du dich befasst, sind unheimlich spannend. Und da würde ich jetzt mal sagen, da springen wir es einfach mal direkt über zu dir, dass du uns einen tieferen Einblick in deine Arbeit gibst. Und du hast auch erzählt, dass du uns heute so ein bisschen mehr auch Einblick geben willst in deine Stilentwicklung, wie sich das entwickelt hat, wie du dich da auch weiterentwickeln möchtest, wo das herkommt. Und noch ganz kurz in den Chat, ich glaube, wir können uns heute auf eine unheimlich inspirierende Folge freuen. Und für alle, die jetzt gerade noch bei YouTube zuschauen, kommt sehr gerne rüber zu Behance. Da ist der Chat, da ist der Community-Chat. Hier könnt ihr der Barbara jetzt auch in der nächsten Stunde Fragen stellen, die ich dann an sie weiterleite. Und genau, und ich glaube, wir freuen uns jetzt alle, dass du uns mit in deine Welt der Illustration nimmst und uns ein bisschen über die Schulter blicken lässt. Ja, gerne. Hallo erstmal von mir. Hallo Tanja. Hallo an alle, die zuschauen. Freut mich sehr.
Ja, wie gesagt, ich bin Barbara Ott. Ich bin Editorial Illustratorin und Illustratorin für Werbung. Ich bin seit 2016 ungefähr selbstständig und habe 2017 mein Masterstudium abgeschlossen in Hamburg an der HW. ja, das habt ihr alles schon in dem Einspieler gesehen. Ich habe davor in Mainz an der FH Kommunikationsdesign studiert im Bachelor und habe da das Glück gehabt, dass unsere neue Illustrationsprofessorin, die ungefähr in dem gleichen Zeitraum angefangen hat zu unterrichten, wie wir angefangen haben zu studieren, die hat uns, ich sag uns, weil ich im ersten Semester direkt so eine Gruppe an Kommilitonen gefunden habe, die alle auch Illustration machen wollten. Das waren Kati Silagi, die war auch schon mal hier bei Adobe Live, Cynthia Kittler, Laura Breiling und Rika Laxo. Und wir haben ziemlich schnell so eine Gruppe gebildet und dann irgendwann später auch ein Kollektiv. Wir waren alle sehr interessiert daran, Illustratorin zu werden und sind es dann tatsächlich auch alle geworden. Und wir waren damals mit unserer Professorin Monika Eichle, 2009 war das, glaube ich, in New York auf einer Studienfahrt. Die hat uns mitgenommen, genau, und das war auch in dem Einspieler zu sehen, zu dieser Ausstellung American Illustration. Das ist auch so ein Illustrationspreis, den hat sie damals bekommen. Und wir durften alle mitfahren und sie hat für uns Termine organisiert mit großen Redaktionen und Agenturen. Wir haben Artdirektoren, Artdirektorinnen kennengelernt. Und ich glaube, auf dieser Reise haben wir alle gemerkt, dass das ist, wofür wir alle brennen und was wir alle auch werden wollen. Ich wollte gerade sagen, und ein paar Jahre später, den hast du ja jetzt auch bekommen. Das ist natürlich unheimlich toll, ja auch dann für dich zu sehen oder wenn du jetzt so wahrscheinlich auch zurückblickst. Wie war denn das, du hast ja gesagt, du hast Kommunikationsdesign studiert. War da Illustration ein fester Teil oder habt ihr das so ein bisschen eingefordert, wenn du gerade sagst, ihr habt euch da so zusammengetan? War das ein großer Teil von dem Studium oder wie war das? Ich glaube, in Mainz war das erstmal kein großer Teil von dem Studium. Da war Typografie ziemlich groß und ist es auch immer noch. Ich habe dann 2017 da auch unterrichtet und Illustration ist tatsächlich durch Monika Eichler größer geworden dort und es gehen auch jetzt immer mehr Leute dorthin, um Illustration direkt zu studieren. Also sie hatte dann einen großen Einfluss drauf und der Illustrationsbereich wächst immer mehr dort. Genau. Ja, und wir haben eben dieses Kollektiv gegründet damals, um immer in Kontakt zu bleiben. Und wir haben uns dann auch gegenseitig total unterstützt und immer wieder gepusht, immer wieder Tipps gegeben und natürlich auch gegenseitig beeinflusst. Genau, schaut euch auch den Talk mit Kati an. Was ich euch gerne zeigen würde, ist, wie sich mein Stil entwickelt hat in den letzten Jahren. Ich würde gerne anfangen mit so ein paar alten Arbeiten, die auch schon im Studium angefangen haben. Meinen ersten Auftrag hatte ich im letzten Semester in Hamburg. Das war von der... Gehen wir hier weiter. Das war von der Intro. Ich weiß nicht, ob ihr das Magazin noch kennt. Das ist so ein Musikmagazin. Das gibt es leider nicht mehr. Das lag früher immer in irgendwelchen Läden oder in Bars aus. Und da durfte ich Ryan Gosling zeichnen. Place Beyond the Pines. Unter anderem. Ich habe auch mehrere DJs gezeichnet und Queens of the Stone Age. Okay. Genau, das war so mein allererster Auftrag und
Der hat total Spaß gemacht und gleich danach kam mein zweiter Auftrag von der New York Times. War direkt dein zweiter Auftrag? Ja. Ach, Wahnsinn. Was mich total gefreut hat und total überrascht. Also, und damit hat eigentlich alles angefangen. Also ich dachte, okay, wenn die New York Times mich anfragt, dann kann ich das wahrscheinlich. Und, auf jeden Fall. Ich würde unbedingt weitermachen. Das ist auch direkt ein steiler Einstieg in die Karriere. Kam das dann durch den ersten Job oder wie kam das? Das kam daher, dass wir auf dieser Studienreise auch in der Redaktion von der New York Times waren und den Art-Direktor kennengelernt haben. Und wir hatten alle damals unser Portfolio dort gelassen. Und ich hatte mein Portfolio dann auch nochmal geschickt, nachträglich. Und ich war dann nochmal ein bisschen später in New York mit meiner Mutter. Das war so eine private Reise. Und ich habe im Zuge dessen gefragt, ob ich mich dort nochmal persönlich vorstellen kann mit meinem Portfolio. Und die E-Mail, die zurückkam, war nur... wir haben schon einen Auftrag für dich, aber du kannst trotzdem noch kommen. Ach, wow, okay. Ja. Das hört sich ja an wie ein Traum. Das war wirklich unglaublich. Also als Studentin noch, das war schon richtig cool. Und dann, dann bin ich trotzdem noch hingeflogen und habe mein Portfolio vorgestellt. Und ich gehe mal weiter. Die Illustration, die ich gemacht habe, die lag schon auf dem Tisch, als ich ankam, gedruckt in der Zeitung. Und es war natürlich ziemlich spannend. Also es hat mich total gefreut. Also du hattest aber das Briefing schon bekommen oder haben die Arbeiten von dir gesehen und fanden da eine so toll, dass sie die genommen haben? Das war tatsächlich der Auftrag, den ich damals gemacht habe. Also das war, bevor ich dann hingeflogen bin. Da war alles schon fertig und ich hatte die Illustrationen abgeschlossen und die Ausgabe von der New York Times war damals auch schon gedruckt. Okay. Hört sich auf jeden Fall super an. Also ich glaube, irgendwie, das muss ja ein unglaubliches Gefühl sein, wenn man da ankommt und das die eigene Zeichnung in der Zeitung sieht. Hier kam auch vorher schon ein Kommentar, dass es auch für, dass es im Studium ist, ist es ja auch toll von der Dozentin, dass die quasi das mit euch auch geplant hat und euch da irgendwie auch so die Möglichkeit gegeben hat oder euch da so Einblicke geben zu können oder da so ein bisschen auch die Kontakte hergestellt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war richtig cool. Also das war so ein richtiger Glücksfall mit der Professorin und auch mit der New York Times. Das Projekt war damals für die Book Review. Da ging es um Buch von der Amerikanerin, die in die Schweiz ausgewandert ist. Das heißt Hausfrau. Und das dürfte ich da illustrieren. Und wie ihr seht, ist da die Arbeitsweise noch sehr atmosphärisch. Also es geht sehr viel um die Stimmung im Bild, um die Emotionen von der Autorin, die auch die Hauptperson in dem Buch ist. Und die Farben und die Flächen sind alle noch so ein bisschen zurückhaltender, eher so pastellig und ein bisschen transparenter. Und wie ihr in dem Aufmacherbild sehen könnt, hat sich das in der letzten Zeit auch wieder ein bisschen geändert. Darüber möchte ich euch jetzt noch mehr erzählen. Ja, und ich glaube, das ist sehr interessant und ich glaube, da freut sich auch die Community sehr darauf, weil das ja auch immer, ja, bei Illustratoren ist es ja total interessant auch zu wissen, wie hat sich ein Stil weiterentwickelt, inwieweit ist dir das vielleicht auch selbst bewusst oder gibt es auch bewusste Entscheidungen, wo du sagst, okay, du willst jetzt das ausprobieren und das jetzt vielleicht nicht mehr so sehr machen und da bin ich mal sehr gespannt, was du uns zeigst. Cool, ja, ich freue mich auch. Genau, hier sind noch ein paar mehr Beispiele. Das war auch noch im Studium tatsächlich ein Auftrag von Das Magazin. Das ist so ein Literaturmagazin. Und da ging es
auch um eine Kurzgeschichte, die hieß Aber der Himmel. Und da habe ich auch die Atmosphäre aus dem Buch wiedergegeben. Da ging es um zwei Freundinnen, die sich auf so einem Tretboot, so einem Ruderboot, während einem Sturm mitten auf dem See befinden. Und es kommen Birnen vor. damals habe ich noch sehr viel mit Gouache und Aquarell gezeichnet. Die Flächen sind fast alle, bis auf die paar Bleistiftflächen und ein bisschen habe ich da schon angefangen mit Wachsmalkreide zu zeichnen. Mhm. Die sind dann alle analog gezeichnet und ich habe das dann später in Photoshop koloriert. So okay, also du hast von Anfang an eigentlich so eine Kombination analog und digital dann gehabt? Genau, tatsächlich schon. Also ganz früh im Studium habe ich nur analog gezeichnet, aber das hat sich dann sehr schnell geändert, weil man einfach in Photoshop digital Dinge viel schneller verändern kann, wenn der Kunde oder die Kundin sagt, ich hätte die Fläche gerne blau, dann muss ich nicht alles neu zeichnen. Also das geht sicher ganz vielen so. Da kommt man ganz schnell drauf, dass digital einfach die bessere Lösung ist. Ja, ich finde, das hat man schon auf dem ersten Bild gesehen und hier jetzt auch ganz stark. Deine Bilder haben so viel Bewegung drin. Also du schaffst so Bildwelten, wo durch Schattierungen oder durch den Einsatz von auch einer gleichen Farbe du so viel Atmosphäre und Gefühl reinbringst. Das finde ich total beeindruckend. Ach cool, das freut mich. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat von der Ruth, die würde nämlich gerne wissen, wie du das selber so findest. Magst du deine alten Sachen dann trotzdem noch? Wenn du jetzt so sagst, da war der Stil noch so ein bisschen anders? Oder sagst du? Also die Sache ist, dass es mich irgendwann genervt hat, dass die Illustrationen vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen. Ich wollte gerne, dass die Farben irgendwann so ein bisschen knalliger sind und die Flächen größer und deutlicher. Ich mag die tatsächlich immer noch sehr gerne, diese Zeichnungen. Und ich zeichne für mich persönlich manchmal auch noch so, weil ich zum Teil gern mag, so einfach Stimmungen und Gefühle ausdrücken zu können in diesen Medien, die ich habe, die mir auch irgendwie näher liegen, weil sie eben analog sind und direkt aus meiner Hand kommen. Das macht für mich ziemlich viel aus. Also das inzwischen aber eher fast schon wie so Tagebuch schreiben oder Tagebuch zeichnen, weil für Kunden zeichne ich nicht mehr so. Also es ist mir so ein bisschen zu emotional und nicht so stark einfach, nicht so ausdrucksstark. Aber schön, dass du das quasi, also dass du da so ein bisschen die Unterscheidung machst an den Medien, dass das eine bisschen was Privateres für dich ist, dass du das so für dich nutzt. Finde ich total interessant. Ja, cool. Genau, hier sind noch andere Beispiele von der alten Arbeitsweise. Da habe ich aber auch schon angefangen, diese große Fläche durchgängig deckend zu machen. Und diese kleinen Elemente sind noch mit Gouache und Aquarell und dann Bleistift eben für die Linien. Das war für Spiegel Wissen so eine Karte über Heimatkrimis. Mhm. Und es hat total Spaß gemacht, diese ganzen verschiedenen kleinen Szenen da zu zeichnen. Wie ist es da so? Wie viel Freiheit hast du da so in den einzelnen Briefings, also so, wie ist da so, oder gibt es da überhaupt was du sagen kannst, es läuft eigentlich eher immer so ab, oder ist das auch komplett unterschiedlich von Kunde zu Kunde? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt Kunden, Kundinnen, die vorher gar nicht wissen, was sie wollen, und da muss man die so ein bisschen an die Hand nehmen. Das gehört irgendwie auch oft zum Job, dass man dann nachhakt, was genau sie sich vorstellen, wie groß es sein soll, ob sie schon selbst Ideen haben oder ob sie sich darauf verlassen, dass ich Ideen bringe. Und manche haben tatsächlich schon eigene Skizzen. Also es ist sehr unterschiedlich. Viele, wo das Layout eine große Rolle spielt, die schicken eben so
Mockups, schon PDFs vorab mit dem Layout, sodass man weiß, wie man die Illustration dann am Ende einbaut. Mhm. Okay. Und hier war es eben tatsächlich so, dass das Layout schon stand und die Illustration drumherum gebaut werden sollte oder beziehungsweise dahinter. Aber an den Stellen, wo der Text ist, da ist halt dann keine Zeichnung. Dann wollte ich nochmal auf dieses Projekt, das ich auch angesprochen hatte in dem Einspieler, eingehen. Das war mein erster Comic, meine erste Graphic Novel für die Berliner Philharmonie. Tristan und Isolde, die hatten eine Zeit lang für jede Spielzeit eine Oper, die dann auch als Graphic Novel erschien und in dem Shop verkauft wurde bei denen in der Philharmonie. Mhm. Und es war gleichzeitig meine Masterarbeit. Ah, ach cool, okay. Ja, leider wurde das Projekt nie veröffentlicht, weil die Philharmonie nach Abschluss von diesem Projekt bemerkt hat, dass die anderen Graphic Novels sich nicht so gut verkaufen, wie sie dachten. Und dann wurde es leider nicht gedruckt. Ach, schade, okay. Aber wenn ich wieder Muße habe, dann werde ich mich nochmal drum kümmern, nach einem Verlag zu suchen. Mhm. Und es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es noch veröffentlicht wird. und hier seht ihr auch, dass ich eben noch viel mit diesen Aquarellflächen gearbeitet habe, viel noch mit Bleistift. Links seht ihr das vorläufige Cover. Mhm. Und auch hier wieder, es ist so sehr abstrakt und auch sehr filigran, so in den Zeichnungen, aber unheimlich, auch hier wieder so atmosphärisch. Das ist total toll. Also es macht direkt so eine Stimmung und man weiß direkt so, das löst direkt so ein Gefühl aus, wo man so drin ist. Cool, das freut mich. Hier ist noch eine Zeichnung daraus. Ein Vertrauensbruch. Ich weiß nicht, ob man Hast du die denn auch schon digital? Ach, Entschuldigung, ja? Nee, ich wollte nur sagen, manche kennen von euch vielleicht die Geschichte von Tristan und Isolde. Du wolltest fragen, ob ich da schon digital koloriert habe? Genau, ja. Wie das entstanden ist. Genau, ich habe auch hier so ein erstes Beispiel dafür, wie ich arbeite. Und zwar habe ich hier noch die Skizze von dieser ersten Illustrationen. Da könnt ihr sehen, dass ich ziemlich grobe Skizzen mache und die bleiben dann tatsächlich meistens auch so. Mhm. Also natürlich, es gibt mehr Linien, die ich nachzeichne, aber für die Illustrationen, aber generell sind die meistens schon sehr grob. Und früher habe ich das so gemacht, dass ich immer mit der Skizze auf den Leuchttisch gegangen bin und dann die einzelnen Teile der Illustration nebeneinander gezeichnet habe, sodass ich die in Photoshop ganz leicht mit dem Auswahlwerkzeug ausschneiden konnte und dann in einem neuen Dokument wieder zusammensetzen und die einzelnen Elemente dann kolorieren konnte. Ach cool, tatsächlich so Fragment für Fragment und das dann erst digital eigentlich zu einer Szene zusammenfügen. Genau, also tatsächlich gibt es gar kein so ein richtiges Original, das sind die Originale von diesen Zeichnungen. Mhm. Und genau, ich habe dann einfach teilweise die Elemente umgekehrt und negativ multipliziert. Und dadurch entstehen dann diese ganz leicht transparenten Vorhänge zum Beispiel, diese Elemente. Genau, also es ist alles sehr fragmentarisch und so arbeite ich aber kaum noch. Kennst du Ramona Ring? Ja. Sie ist nämlich auch mit dabei und sie schreibt gerade, mir ist vorher gar nicht aufgefallen, dass unsere Stile sich parallel ähnlich weiterentwickelt haben. Und ein Herzchen, kräftiger und flächiger.
Oh, wie schön. Das ist ja lustig. Ja, Mona kenne ich sehr, sehr gut. Na, schön. Hallo, Mona. genau, und dann habe ich mit so ein paar freieren Arbeiten angefangen zu experimentieren, wie kräftigere Farben aussehen. Das hier ist eine freie Arbeit für eine Freundin, mit der war ich in einem sehr schönen Hotel. Okay. Hier habe ich so eine kleine Serie gemacht zum Thema Seen. In Berlin gibt es sehr viele Seen und im Sommer sind immer alle dort. Und das hat mich inspiriert zu so einer kleinen Serie. Mhm. Da bin ich weitergegangen und habe den Hintergrund noch flächiger gemacht. Es gibt immer noch viel so Aquarellelemente und auch mehr Kreide. Mhm. Das ist ein anderes Bild aus dieser Serie. Cool. Hast du da, weil die ja ist beide gerade so ein bisschen in Rot und Blau, also wie gehst du generell mit Farben um? Versuchst du oft ganz neue Farbpaletten oder würdest du jetzt sagen, es hat sich irgendwann mit so auf der Reise, weil du ja auch so ein bisschen über deine Stilfindung oder deine Stilweiterentwicklung sprichst, dass du dich jetzt irgendwie auf eine Farbpalette spezialisiert hast? Oder magst du das auch oft, irgendwie so neue Farbpaletten auszuprobieren? Ich mag es auch gerne, neue Farben auszuprobieren. Also ich lasse mich auch gerne inspirieren von Fotos, die ich sehe, oder von anderen Illustrationen, von der Natur. Aber tatsächlich hat sich jetzt so langsam eine Farbpalette eingespielt bei mir, die ich immer wieder verwende und die von Kunden tatsächlich auch so wieder gefragt wird. Mhm, okay. Und ich glaube, hier habe ich angefangen, so richtig zu experimentieren. Welche Farben gefallen mir richtig gut und welche Kombinationen passen zusammen, obwohl sie auf den ersten Blick nicht so wirken, wie zum Beispiel dieses Rot, dann so ein bisschen türkiseres Dunkelgrün, Pink, Rosa, also auf den ersten Blick funktioniert es vielleicht nicht so gut, aber das ist auf jeden Fall knalliger und auffälliger und passt auch besser zusammen, als man denkt. Ja, also ich finde auch, es funktioniert unheimlich gut und es bringt auch so deinen atmosphärischen Charakter noch mehr, also noch, ja, es verleiht dem doch nochmal so Stärke irgendwie auch den Zeichnungen. Danke. genau, hier kamen dann weitere Aufträge. Ich habe mich immer mehr beworben und Portfolios rausgeschickt, auch immer in Zeitschriftenläden, im Impressum zum Beispiel die Artdirektorin rausgesucht oder im Internet und dann einfach E-Mails versendet und nach und nach kamen immer mehr Aufträge. Ach cool, das ist total interessant und schön, dass du das so auch erzählst, wie du an Aufträge quasi, also oder wie sich das so ergeben hat, wie so diese Aufträge kommen, weil ich glaube auch gerade für die Zuschauer in der Community, die so vielleicht am Anfang der Karriere sind oder in dem Bereich gehen wollen, ist das natürlich gerade bei Illustrationen auch immer ein ganz großes Thema, ne? Wie kommt man an die Kunden hin, so, oder wie kommt man daran? Du hast sie einfach angeschrieben und dann kam auch positives Feedback zurück und dadurch kamen dann auch die Aufträge oder zum Teil auch Aufträge rein? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt total viele verschiedene Wege, wie man sich bewerben kann. Natürlich auch über Kontakte, einfach E-Mails an Artdirektoren schicken. Dann gibt es noch die Möglichkeit, so Datenbanken zu nutzen. Das habe ich auch mal gemacht. Das muss jeder für sich entscheiden, ob das für ihn, für sie funktioniert. Das sind meistens so größere Agenturen, die dann die E-Mail-Adressen von den ADs, Creative Directors, anbieten gegen so einen Abo-Beitrag. Weiß ich nicht, es ist unterschiedlich hoch. Und viele sind sehr hilfreich. Es gibt ein paar, da sind die Adressen leider veraltet oder man muss einfach selbst immer noch schauen. Genau, das muss man sehen, aber das gibt es auch als Möglichkeit. Habe ich ausprobiert, ist für mich
keine Option mehr. Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Geht auch so. Und ich habe tatsächlich auch eine Agentur seit diesem Jahr, eine Illustrationsagentur, die heißt Wild Fox Running. Die sind in Frankfurt und die haben Fotografien und Illustrationen im Portfolio und genau, über die kommen auch Aufträge seit diesem Jahr. Also ich wollte das gerne mal testen, wie das läuft und die sind auf jeden Fall ziemlich cool als Agentur und so habe ich eben eine breitere Streuung an Werbung für mich. Ja, ja. Genau. Klar, weil es ist ja auch immer zeitintensiv, selbst da die Akquise zu betreiben und diese ganze Recherche, wenn du es auch sagst, die ganzen ADs, die Adressen, die E-Mail-Adressen rauszusuchen, ist ja auch immer Zeit, was das dann auch kostet. Total, ja, auf jeden Fall. Also das erleichtert die Sache auf jeden Fall, eine Agentur zu haben. Genau, das war auch noch für KPM. Die finde ich auch super, die Illustration. Ich mag ihr Gesicht sehr. Cool, freut mich. Da ging es um die Porzellan-Currywurst-Schalen, die die rausbringen und dass drei davon so viel Wasser produzieren wie eine Dusche, die dann zurück ins Wärmesystem von, also das Wasser wird zurück ins Wärmesystem von Berlin geschickt und so. Es ist auch gleichzeitig umweltfreundlich. So wusste man auch gar nicht und das ist irgendwie dann total smart auch umgesetzt mit diesen drei Schälchen, wo sie dann drin duscht. Das mag ich total gerne. Cool, danke. Hier war ein Auftrag für Psychologie heute, für die arbeite ich immer sehr gern. Also ich bekomme meistens so Gesellschaftsthemen als Aufträge oder eben psychologische Themen. Und ich finde es immer total spannend, mehr darüber zu lernen und mehr über Themen generell zu lernen, von denen ich normalerweise nicht so viel mitbekomme. Also es ist auch total cool, um so ein Allgemeinwissen sich anzueignen, weil eben immer wieder neue Themen auftauchen und man darf Artikel lesen, die... die jemand für einen vorbereitet quasi. Wie ist es da, weil da ging es ja irgendwie um Menschen, die zeitweise ihre oder die Identität irgendwie abhanden kommt. Wenn du so ein Thema bekommst, wie gehst du daran? Also gerade wenn es vielleicht ein Thema ist, was du jetzt davor oder wo man vielleicht auch noch nicht so viel drüber weiß, liest du dann was und hast du dann sehr schnell ein Bild im Kopf, so generell, wenn du arbeitest, oder entwickelt sich das dann irgendwie auch, wenn du Skizzen machst? Und wie ist es da so bei dir? Also weißt du immer direkt so, ah ja, okay, in die Richtung oder die Stimmung, weil du ja sehr viel auch mit Stimmungen arbeitest, so in die Stimmung sollte es gehen? Oder wie ist das so? Also tatsächlich gibt es total viele Themen, von denen ich noch keine Ahnung habe. Deswegen lese ich den Text erst 3-mal oder 10-mal. Okay. Und dann bildet sich so ein Bild irgendwann. Also ich mache mir meistens dann auch Notizen, was so Stichwörter sind, die man auch gut als Bild zeichnen könnte. Und hier bei dem war es jetzt so, dass ich mir genau dieses Thema öfter durchgelesen habe und dann so ein Gefühl entwickeln wollte, wie das möglicherweise für die Person sein muss, die ihr Gedächtnis kurzzeitig verliert. Mhm. Und da ging es auch um eine Frau, die dann nach einer Nacht Autofahren, von der sie überhaupt nichts mehr wusste, in irgendeiner fremden Stadt gelandet ist. Und das habe ich hier so dargestellt mit der Reise und diesen schwarzen Flecken als Erinnerungslücken. Mhm. Ja, finde ich auch wieder unheimlich stark vom Bild der Umsetzung her mit diesen Flecken, die da so als Störer drin sind und man das auch sofort so ein Gefühl irgendwie auch auslöst. Super, danke. Genau, hier sind auch noch zwei Freisteller aus der Serie. Da ging es einmal um den
Terminkalender, sie vergisst viele Sachen und rechts sieht man dann nochmal die vergessene Erinnerung an diese Autofahrt. Mhm. Ja. Und da habe ich dann auch immer mehr Flächen ganz deckend gezeichnet, wie ihr seht. Viel davon ist auch schon komplett digital entstanden. Also ich habe dann die Elemente gar nicht mehr mit dem Pinsel gezeichnet, sondern mit dem Kyle's Brush aus Photoshop. Ah ja, okay. Dann bist du direkt in Photoshop rein. Genau, die sind ja bei der Creative Cloud dabei. Mhm. Die kann ich allen empfehlen, Kyle T. Webster Brushes. Ja, die sind super, das stimmt. Und auch so viele zu entdecken. Genau. Ich habe natürlich versucht, die Haptik und die Struktur von den Pinseln, die ich analog verwende, so ein bisschen nachzumachen. Also dafür sind die auch super. Mhm. Sieht natürlich anders aus, aber das wollte ich auch so, dass die Flächen einfach kräftiger aussehen. Mhm. Ja. Ja, es funktioniert auf jeden Fall super. Hier kommt eine Frage im Chat. Ich weiß nicht, ob du oder wie detailliert du darauf antworten möchtest. Aber und zwar ein paar, die das auch interessant finden, das Thema, nämlich so das Thema Budget im Editorial-Bereich. Kannst du da irgendwie so ein bisschen eine Antwort finden, in welchem Bereich sich das so bewegt oder wie das so generell mit Angeboten oder weil hier geschrieben wurde, ich finde Angebote für Zeichnungen schreiben echt schwierig. Das ist vielleicht auch nochmal so ein anderer Bereich wie für eine Magazinseite oder so gestalten, also oder das Layout machen. Ja, total. Das ist aber auch wieder sehr unterschiedlich. Also es kommt auf den Kunden an, auf die Auflage zum Beispiel von den Magazinen, welche Reichweite die Zeitschrift hat. Es gibt aber auch ganz gute Richtlinien, was das angeht, zum Beispiel von der Illustratorenorganisation. Die bieten so Bücher an, wo das so ein bisschen aufgelistet ist, an welchen Honoraren man sich orientieren kann. Und Magazine, Editorial, Illustrationen sind natürlich weniger bezahlt als Werbung. Das ist ganz klar. Also es ist immer noch gut bezahlt und man kann davon leben, aber Werbung ist natürlich besser bezahlt. Okay. Also ich mach beides. Und tatsächlich hat sich mein Stil auch deswegen so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich ein bisschen weggekommen bin von der Editorial-Illustration und mehr so auch für größere Unternehmen mal gearbeitet habe. Okay, okay. Ich glaube, das beantwortet auch die Frage. Ruth Trepp, danke. Und ich habe auch das Honorarwerk der Illustratorenorganisation und die haben tatsächlich sehr detaillierte Angebote oder tatsächlich auch so Vorlagen, wie man auch ein Angebot schreibt und was man für irgendwie, ich glaube, aufgesplittet auf eine Viertelseite und eine halbe Seite und dann mit den ganzen Parametern drin, wie das veröffentlicht wird, über welche Zeit. Und die haben da schon sehr gute Infos bei der Illustratorenorganisation. Ist halt dann natürlich auch immer die Frage, wie weit der Kunde sich da drauf einlässt. Das ist ja dann immer die andere Sache. Klar, also verhandeln ist das Zauberwort. Ja. Am besten jedes Mal. Okay. Genau, das war eine Arbeit für Harvard Law, für die Book Review. Da sieht man auch, dass es schon viel flächiger und kräftiger Farben sind. Ja, wirkt aber total gut in der Kombination dann mit den Wachsmalstiften, also so dieses Flächige und dann wieder dieses sehr, sehr Händische im Charakter des Stifts, finde ich total super. Cool. Ja, das macht auch total Spaß, dann am Ende noch analoge Details einzufügen. Das macht die Illustration immer gleich viel lebendiger. Ja.
Hier war eine Illustration für Sense of Home. Da ging es um Nachbarschaft. Die ist so ein bisschen detaillierter. Die hat auch sehr viel Spaß gemacht zu zeichnen. Da gibt es sehr viel zu entdecken. Die Schafe finde ich super. Cool. Ja, das macht immer total Spaß, so kleine Szenen zu zeichnen. Mhm. Ja, es macht auch Spaß, da reinzuschauen und ja, die unterschiedlichen Charaktere da drin auch zu entdecken. Genau, die Nachbarn, die Kuchen bringen. Jetzt während Corona kann man solche Partys leider nicht mehr machen. Aber draußen vielleicht, wenn es noch ein bisschen warm ist. Auch zum Thema. Sind die jetzt komplett digital entstanden? Genau, die sind fast komplett digital entstanden, aber diese kleinen Elemente, die sind alle mit Wachsmalkreide. Ich habe ganz normale Wachsmalkreiden. Mhm. Oder die von Stabilo. Ah ja, okay. Sind auch super. Die hier gibt es noch. Und teilweise Bleistift. Aber inzwischen benutze ich für die Details fast nur noch die Wachsmalkreide. Okay, ja. Cool. Ich gebe dir mal ein kleines Zeitupdate, weil du ja uns auch gleich noch so ein bisschen was in Photoshop zeigen willst. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, so Pi mal Daumen. Also wir können ja auch so ein bisschen überziehen, aber so in 20 Minuten wäre 12 Uhr. Okay, cool. Danke. Genau, das war für die Zeitschrift Wienerin über so eine YouTuberin, die Survival-Trainings anbietet. Okay. Und sie eben in der wilden Natur filmt. Stefanie Margit. Lustigerweise sind wir jetzt so ein bisschen in Kontakt gekommen durch diese Illustration. Ah, cool, okay. Ja. Hier sind freie Arbeiten von mir. Da habe ich auch ein bisschen mehr rumprobiert mit den diesen Kringeln und diesen lustigen bunten Formen aus Wachsmalkreide. Und das Blau, ein Blau kommt rein. Das ist auch schön. Ich tanze selber sehr gerne, deswegen zeichne ich auch sehr gerne tanzende Menschen. Ah, okay. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen und ich zeichne auch öfter mal in Klassen und sowas für mich in mein Skizzenbuch. Ah ja, okay. Mhm. Hier kam dann ein größerer Auftrag von Google für das Google Doodle von Emil Berliner. Mhm. Der hat eine Version des Grammophon erfunden. Und Google Doodle ist so ein Traumjob, den ich schon immer mal gerne machen wollte. Und genau. Das sind die, die immer auf der Startseite bei denen so drauf genau. sind? Ah, okay. Wow, genau, cool. Genau, auf der Suchseite. Mhm. Und da baut man immer das Google-Logo noch mit ein. Mhm. Und die Farben von Google müssen dabei sein. Okay, ja. Das macht total Spaß, damit rumzuspielen, die Buchstaben einzubauen. Das G ist zum Beispiel dieses Grammophon. Ja, ich habe es gerade gesucht, aber ja, cool. Sehr ja. schön. Und aber ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet, weil es mich jetzt auch interessiert hätte, ne, gerade für so einen großen Kunden wie Google. Aber wie weit, also von der Bildidee her, warst du da frei? Weil du jetzt gerade sagst, die Farben waren quasi vorgegeben und natürlich auch, dass der Schriftzug mit reinkommt. Und warst du da aber ansonsten sehr frei in der Gestaltung? Ja, also das Porträt sollte noch dabei sein. Mhm. Und ansonsten war ich ziemlich frei in der Gestaltung und konnte okay. alles Mögliche ausprobieren. Ich hatte 10 Skizzen dafür oder so. Also okay. erstens, weil es Google war und zweitens, weil es Spaß gemacht hat, mehrere Ideen okay. Dafür zu ja. finden. Also der Chat ist auch total beeindruckt von dir und deinen Arbeiten. Die sagen auch, lauter Traumkunden, Respekt, mega gute Arbeit. Du beeindruckst sehr und deine Arbeiten, die sind auch toll. Also auch hier wieder so, da ist auch wieder so viel Bewegung drin, finde ich. Also jetzt auch mit den Noten und so, das macht total Spaß, die anzugucken. Cool, danke schön. Hier sind noch Arbeiten für Unimagazine aus den USA, die ich viel gemacht habe in den letzten Jahren.
für Amherst College, für Loyola Marymount University in LA. Da ging es um den Tod von einem Schüler oder von einem Studenten und wie die Klasse trauert. Mhm. Hier für die Book Review von Amherst College. Die machen auch immer total Spaß, weil man Bücher zeichnen kann. Kleine Welten drumherum. Mhm. Hier war was für Fokus Gesundheit, zum Thema Vorsorge. Und genau, die Farben sind eigentlich so, wie sie jetzt auch sind bei mir. Also die sind jetzt an das Thema Gesundheit angepasst, aber die sind immer noch eher pastellig und dann kommen immer so ein paar kräftigere Farben noch rein. Alles ist eher flächig gehalten und dann eben diese kleinen verspielten Details mit der Wachsmarkreide. Ja, ja. Hier habe ich zwischendurch mal für einen Foodblog was gemacht. Das hat auch total Spaß gemacht. Cool. Anna und Nina heißen die. Queere Themen sind auch immer hoch im Kurs bei mir. Für die LMAC habe ich diese Illustration gemacht. Und für die Siegessäule. Ja, das die ist schon sehr knallig geworden. War das dann, wolltest du für das Thema so was Knalliges ausprobieren oder war das dann auch so ein bisschen gefragt? Das war ja auch ein Kundenprojekt dann. Ja, genau. Leute aus Berlin kennen die Siegessäule wahrscheinlich. Mhm. Die sind, glaube ich, interessiert an knalligeren Farben und sehr deutlichen Illustrationen, die sofort hervorstechen. Da ging es um queere Psyche und genau, die wollten sehr gern, dass es so Neonfarben sind. Mhm. Okay. Und, genau. Cool. Hier eine Illustration für die neue Narrative zum Thema radikale Ehrlichkeit war der Artikel am Arbeitsplatz, wie man damit umgeht. Mhm. Ob es sinnvoll ist, immer ehrlich zu sein. Ich würde dir gerne hier kurz einen Kommentar von Wavy vorlesen aus dem Chat, den finde ich sehr schön. Eine gute Mischung deiner Themen, ernster Hintergrund mit lockerer Technik, erwischt mich von hinten ins Herz. Oh, cool. Ein super schönes, ein schönes Feedback auf jeden Fall. Und dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und hier kommt auch noch von Fritz, ausdrucksstarke Illustration. Total. Und du bringst es so mit so einer Leichtigkeit und gleichzeitig aber doch Ernsthaftigkeit in den Illustrationen. Aber so dieser, also das mit den Wachsmalkreiden, das passt da so toll irgendwie rein, auch in die Themen dann auch wieder, dass es so das nötige Etwas dem nochmal verleiht. Oh, super, danke. Freut mich voll. Genau, ich muss mal schauen mit der Zeit, dass ich da Genau, wir haben jetzt 12 vor. Okay, dann würde ich mich mal an die Photoshop-Demonstration machen. Sehr gerne. Noch eine kleine Animation, die mache ich auch in cool. Durch. Machst du die, hast du die dann in Photoshop gemacht? Genau, die habe ich noch. Ach nee, die habe ich in After Effects gemacht. Ah ja, okay. Ich habe eine Version davon in Photoshop gemacht und eine in After Effects. Okay, okay. Aber dann probierst du auch so ein bisschen so Bewegtbild oder so dann auch aus, oder? Genau, ja. Ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte, die mit Animation zu tun haben. Die sind noch nicht fertig. Mhm. Aber ich freue mich schon, wenn die rauskommen und ich würde auf jeden Fall gerne mehr GIFs machen und kleine Animationen. Ja, cool. Geht ja jetzt auch immer einfacher und auch in Fresco
Ist das jetzt schon oder kommt es mit dem neuen Update? Man kann nämlich auch so Timelapse-Videos machen. Ich weiß nicht, ob du Fresco vielleicht schon mal ausprobiert hast, aber ich könnte mir vorstellen, also auf dem iPad, dass das vielleicht auch was für dich wäre, weil du kannst mit Vektoren und mit Pixel zeichnen und es gibt halt auch ganz tolle so Kreidestifte und man kann es halt auch so kombinieren dann direkt auf dem iPad. Das dachte ich nur so, als ich so deine... Cool. Ja, das könnte vielleicht auch was für dich sein zum Ausprobieren. Es macht nämlich unheimlich Spaß, die ganzen Pinsel auszuprobieren. Ach, cool. Ja. Du hast es also schon ausprobiert? Ja, genau. Cool, ach schön, ja, das werde ich mir mal anschauen. Ja, und ich finde es auch interessant, weil du ja so aus dem Analogen kommst, ne? Und du hast es ja jetzt total gut für dich so einen Weg gefunden, das zu übersetzen in das Digitale, weil das ist ja auch immer so, also ich weiß nicht, ich denken so manche, das ist ja ein Thema, womit sich viele beschäftigen, wie beeinflusst das auch den eigenen Stil, ob du es digital oder analog arbeitest und du hast das auch gesagt, so diese Brushes, die du benutzt, das ist für dich so eine ganz gute, keine Alternative, aber ein ganz guter Weg und das finde ich auch immer interessant, ne, wie da jeder so seinen eigenen Weg findet, gerade wenn man so analoge Elemente auch mit drin haben möchte. Ja, total, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ein bisschen zu viele Illustrationen vorbereitet, aber ich werde jetzt mal direkt zu meinem Arbeitsprozess springen. Okay, genau, und ich habe, Tim hat mich gerade korrigiert, man kann bei Fresco kann man seinen Arbeitsprozess mit aufnehmen, das finde ich auch ganz cool und das wird dann quasi wie ein Video abgespielt. Danke, Tim. Ach, super, cool. Genau. Ich zeige meinen Arbeitsprozess mal anhand von dieser Illustration für den New Yorker. Den habt ihr auch in der Vorschau schon gesehen. Mhm. Und zwar ist es meistens so, dass ich eben eine Anfrage bekomme per E-Mail, ob ich Zeit und Lust habe, die Illustration zu machen. Und dann schicken die meistens ein Briefing oder eben den Artikel, um den es geht. Mhm. Und diese Illustration war für eine Aufführung von Camille Brown, der Tänzerin. Und die fand im Joyce Theater in New York statt. Und dann habe ich erstmal Recherche betrieben. Erstens zu der Aufführung und zu dem Theater. Und habe mir so kleine Scribbles und Skizzen von Tänzern, TänzerInnen von so Posen gemacht und mir Videos von dieser Aufführung, da gab es zum Glück schon so ein paar, die habe ich mir angeschaut und dann Skizzen dazu gemacht. Ich glaube, da hatte ich auch 10 Skizzen insgesamt oder so. Ah ja, okay. Und so verschiedene Varianten. Hier sind 2 davon, die es nicht geworden sind. Okay, ja. Hattest du da Vorgaben, sollte da irgendwie was vom Interior zu sehen sein oder von der Bühne oder nur die Tänzerin oder inwieweit war das da vorgegeben von der Bildidee her? Da war tatsächlich gar nichts vorgegeben. Also okay. Bei New Yorker, die sind meistens relativ frei. Mhm. Und das war meine erste Illustration. Sonst hätte ich davor schon gewusst, wie ich mit denen arbeite, aber die genau, die sind meistens ziemlich frei und haben Vertrauen in die Illustratoren, Illustratorinnen, okay. Dass es klappt und gut wird. Und am Ende wurde es dann diese Skizze. Mhm. Und genau, ich würde euch jetzt in Photoshop kurz mal zeigen, wie die Datei aussieht. Und wie ich daran arbeite. Meistens mache ich direkt am Anfang so eine kleine Farbpalette. Okay. Ich weiß, dass man in Photoshop auch so Farbbibliotheken anlegen kann und sowas, aber irgendwie brauche ich das immer, dass die Farben so nebeneinander und ineinander in so einer Datei stehen und hole dann tatsächlich mit der Pipette dann auch die Farben wieder raus. Okay, ja. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber ich mache das sehr gerne so.
Ja, irgendwie hat man ja auch immer so seine eigenen Wege, ne, wo man irgendwas macht, ja, wenn man so genau drüber nachdenkt, vielleicht wird es auch schneller gehen. Ja, ich glaube, ich habe auch keine so fancy Funktionsweisen in Photoshop oder so. Ich benutze die, die ich immer benutze, und ich lege dann die Skizze in der Größe von der Illustration, so groß wie die werden soll, an und multipliziere die, sodass ich da auch immer sehen kann, was ich drunter gezeichnet habe oder drüber. Meistens stelle ich die Deckkraft so ein kleines bisschen runter und zeichne dann die einzelnen Figuren nacheinander. Und also ich fange meistens mit den Figuren an. Hier habe ich auch komplett die Formen digital gezeichnet mit den Kalkbrushes. Und das sind eben dann einzelne Ebenen für jedes Element, sodass ich die direkt ansteuern kann und verändern, wie ich möchte. Also das sind die einzelnen Bestandteile. Und du hast eine aufgeräumte Ordnerstruktur, aber ich glaube, wahrscheinlich brauchst du das auch bei so vielen Ebenen, die da dann entstehen. Ja, genau. Ich benenne die alle und kann die dann einfach viel besser wiederfinden. Genau, das sind dann die einzelnen Figuren. Ich zeichne hier einfach mit den, meistens mit denen, die Wachsmalkreide oder Pastellkreiden nachahmen. Manchmal auch mit den Bleistift-Brushes. Hier habe ich auch mein Wacom. Das ist mein kleines Wacom. Okay, ja. Mit dem zeichne ich zu Hause und im Atelier. Ich habe ein ziemlich schönes Atelier. Da habe ich noch so ein größeres Wacom Intuos Pro. Okay. Genau, mit dem zeichne ich meistens. Und dann, wenn ich die ganzen Formen für die Figuren gezeichnet habe, dann mache ich meistens noch einen Ausdruck, sodass ich die Elemente, die ich noch analog dazufügen will, dass ich die am Leuchttisch dann einfach nochmal draufzeichnen kann, quasi auf ein extra Blatt Papier, und das scanne ich dann wieder ein und füge es in Photoshop wieder ein. Ach krass, du machst dann tatsächlich zum Teil auch so ein Ping-Pong so hin und her, dass du digital anfängst und dann nochmal analog auch Teile hinzufügst. Genau, also ich füge fast immer diese kleinen analogen Elemente im Nachhinein noch dazu. Und lustigerweise wird die Illustration dann erst lebendig. Also bei mir ist es oft so, dass die Figuren dann ohne diese Elemente so ein bisschen platt aussehen. Und sobald dann diese analogen Wachsmalkreide-Kringel dazu kommen und diese anderen Elemente, so Strukturen wie der Boden, dann erst wird es lebendig. Toller Arbeitsprozess. Genau, hier seht ihr zum Beispiel eine Datei von meinen Strukturen. zeichne ich immer mal wieder neu und nehme mir dann daraus einfach die Elemente, die gerade passen, oder ich zeichne das komplett neu für eine Illustration. Also ach so, die hast du zum Teil auch so ein bisschen vorgefertigt. So, dass genau, manche davon Okay. vorgefertigt und manche kommen dann direkt nochmal dazu. Die habe ich mit Kanälen einfach freigestellt. Mit diesem grauen Kanal. Genau, die füge ich dann ein und dann färbe ich die noch. Okay, ja. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Wow. Aber es, ich finde es total interessant zu sehen, dass, also ja, wie unheimlich gut es funktioniert, dass du da diese analogen Teile, also dass du da zum Beispiel auch nicht sagst, du nimmst da die Stifte, also die Brushes, sondern die Teile tatsächlich immer noch analog auch machst. Ja, also da habe ich noch keinen gefunden, der das so ganz genau ersetzen kann. Okay, okay, ja, also dann ist es tatsächlich doch so eine Sache, dass du das doch noch so analog auch haben möchtest.
Genau. Also ich bin sicher, ich könnte das auch digital hinkriegen, aber im Moment hab ich es noch nicht so, wie ich es gerne möchte, nur digital zeichnen. Ich finde das auch cool, also dass man auch sagt, selbst wenn man quasi alles irgendwie imitieren kann digital, dass man sich das doch irgendwie noch so ein bisschen auch beibehält und sagt, nee, da möchte ich das Leben reinbringen, tatsächlich mit analogen Teilen. So. Also finde ich unheimlich schön, es funktioniert unheimlich gut bei deinen Arbeiten. Cool, danke. Ja, es macht auch total Spaß, also wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt und dann nochmal den Stift in die Hand nehmen kann und ohne Rechner einfach drauf loszeichnen. Das macht total Spaß. Ruth schreibt ja auch gerade, manchmal will man auch einfach mal seine Farbstiftsammlung benutzen. Total, ja. Cool. Genau, das war's schon von dem Photoshop-Teil von mir. Und sehr schön. Wir haben genau, jetzt wollte ich einfach nur noch kurz zeigen, was ich jetzt gerade noch gemacht habe. Das hier war tatsächlich eine Illustration für Ramona, die auch im Chat ist. Eine freie Arbeit, die total Spaß gemacht hat, so ein bisschen fantasievoller mit den Bergen da im Hintergrund von diesem Zelt. Und man sieht da auch wieder sehr schön deinen Stil mit dem Flächigen und den analogen Elementen. Du hast ja dann insgesamt doch quasi eigentlich sehr, also das ist so sehr smooth, deine Stilentwicklung, oder? Das ist so total harmonisch und man erkennt auch in deinen, sag ich mal, älteren Arbeiten schon sehr stark deinen Stil raus, oder? Also da kam nur noch so ein paar Teile eigentlich dazu. Das stimmt, ja. Also uns ist einfach so ein bisschen deckender, kräftiger, so ein bisschen auffälliger und bunter geworden. Aber ja, du hast recht, wahrscheinlich erkennt man einfach so meine Persönlichkeit da drin oder meinen Charakter und den Stil. Also ja, genau, also positiv gemeint. Ich finde es ja immer toll, wenn es einem vielleicht auch selber manchmal nicht so vorkommt oder wenn man denkt, das hat sich total geändert, aber jemand anders sieht dann doch irgendwie total deine Persönlichkeit da drin. Das ist ja, finde ich, eigentlich immer was total Positives. Ja, das stimmt. Hier war noch eine andere Illustration für den New Yorker. Also, wie man sieht, habe ich tatsächlich immer noch manchmal so Elemente aus diesem alten Stil, die ich nochmal neu verwende für die Illustration, die ich so jetzt mache. Aber generell ist alles so ein bisschen stärker geworden, wie schon gesagt. Und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft einfach immer noch weiterentwickeln. Cool. Ich würde sagen, das war auch schon ein sehr schönes Schlusswort. Perfektes Timing, würde ich sagen. Super. ich glaube, das war jetzt auch schon ein sehr schönes Schlusswort von dir. Ich kann nur zusammenfassend nochmal sagen, der Chat ist sehr begeistert. Sie danken dir sehr, dass du dir über deine Schulter hast schauen lassen. Es war super interessant zu sehen, wie sich dein Stil entwickelt hat, dass du so offen auch über die hinter den Kulissen so ein bisschen Einblick gegeben hast, wie Kundenprojekte ablaufen, wie sich das alles für dich entwickelt hat, was sich auch total nach einer Traumkarriere bei dir anhört. Ich bin total beeindruckt. Der Chat ist total beeindruckt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute und checkt mal aus. Du bist ja auch bei Instagram und bei Behance und deine Webseite. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Spannendes wahrscheinlich bei dir zu entdecken jetzt in der Zukunft. Ich bin da sehr gespannt. Und genau, ich gebe mal noch kurz einen Ausblick. Morgen haben wir noch eine Grafikdesign-Session mit Sebastian Onufczak und am Freitag ist der Adobe-Freitag. Da wird es keine Session geben. Und ansonsten, wie immer, kommt sehr gerne noch auf Discord rüber. Da wird weitergechattet. Und ja, Barbara, möchtest du noch irgendwie einen letzten Satz sagen? Oder... Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Auf jeden Fall, es hat total Spaß gemacht. Vielleicht ja gerne mal wieder. Danke an alle, die dabei waren. Hat mich sehr gefreut. Und bis bald. Danke dir, Tanja.
Danke dir, Barbara. Danke, Tim, wieder hinter den Kulissen. Und ja, perfekt. Ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich. Danke beim Chat, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, bis bald und habt noch einen schönen Tag. Dann macht's mal gut. Ciao. Danke, schönen Tag. Ciao. Thank you.